Ja, und somit wieder ein recht herzliches Hallo zu Mass Effect 2. Weiter geht's bei uns auf Duchanka. Haben wir gedacht, fliegen wir heute mal hin und helfen Grant und Mordin. Mal schauen, irgendwann, irgendwo, irgendwie muss ich das Ganze auch beschleunigen, glaube ich. Weil sonst, mit dem Dreierteil noch, könnte es eng werden, wenn der Viererteil dann da mal pünktlich rauskommt und das... Da will ich doch fertig werden, aber es könnte wirklich knapp werden, unter Umständen. Da hat der Matthias schon recht gehabt, also Ende Jänner müsste ich es irgendwie fast schon schaffen, dass ich dann zwei, drei Monate ist dann eh schon wieder. Ja gut, es kommt davon, wann es genau rauskommt. Ihr könnt es kurz einmal durchlesen. Wenn es wen interessiert. Ja, unser Hinweis... Besucher von Duchanka landen auf eigenes Risiko. Gut, überlegen brauchen wir uns in dem Fall dann auch nicht, wen wir mitnehmen. Einfach die zwei. Aber wahrscheinlich bevor wir dann die richtige, also die Loyalitätsmission starten von jedem Einzelnen, wird man eh nochmal vielleicht gefragt. Ja, mal schauen. So... Grant? Was habe ich gesagt? Bin ich jetzt blöd? Was habe ich gesagt? Grant und Garrus? Na, Morden, oder? Scheiße. Bin ich jetzt blöd? Egal, wenn die Mission startet, wissen wir es dann sowieso. What the fuck? Warum habe ich kein KI hacken? Das geht ja gar nicht. Hm. Gut. Na shit, das kann ich nicht zurücksetzen. Ja, gut, das haben wir noch nicht, das ist klar. Das klingt nice. Dorbing-Schuss ist eigentlich auch geil. Wenn du versuchst, den Gegner umwirft und einen Schaden zu bringen, wird ein weiterer Angriff verwundbar werden. Das ist geil. Schneller heilen ist auch geil. Ich glaube, wir nehmen das mal mit. Und zwar... Gesundheit bleibt gleich. Waffenschaden oder Gesundheitsregeneration? Ich nehme den Waffenschaden mit. 40 hat er noch immer. So, scheiße. Was? Pyrostrahl? Er hat auch Verbrennung. Da brauchen wir mal Rang 2. Kyrostrahl. Hm. Den nehmen wir mal auf Rang 2 mit. Wissenschaft. Ja, das ist eigentlich eh fast am wichtigsten hier. Gesundheit bleibt gleich. Waffenschaden, Schilde. Ja, du brauchst auch ein bisschen Waffenschaden, Kollege. Handlungsunfähig, Neuralschock, das kalten wir uns noch ein bisschen auf. Einfrieren und verbrennen, ja, lassen wir mal auf Stufe 2. So, dann auf nach Duchanka. Mal schauen, was uns da erwartet. Kann mich gerade null erinnern. Aber könnte etwas rauer werden hier. Wahrscheinlich gleich einmal bei der Begrüßung, schätze ich. Aber wir haben eh unseren Kollegen mit, also wird das schon passen. Ah, ich habe noch vergessen, glaube ich, was abzudaten.
Ja, shit. Ja, bin ich. Ja, das werden wir trotzdem schaffen, glaube ich. Egal. Was habe ich dir gesagt, Schatz? Ist es nicht wunderschön hier? Wenn sie Arbeit suchen, sind sie auf dem falschen Dampfer. Das Blatt rekrutiert nur Kinder. Ah, da unten ist er. Clanführer will mit Ihnen sprechen. Halten Sie Ihr künftiges Haustier an der kurzen Leine. Wenn er das Ritual nicht bald durchläuft, sollten Sie ihn loswerden. Wissen Sie, was mit ihm nicht stimmt? Was er braucht? Mit ihm ist alles in Ordnung. Reden Sie einfach mit dem Clanführer. Machen wir. Gehen Sie mit Ihrem Anliegen zum Clanführer. Und halten Sie Ihr künftiges Haustier an der kurzen Leine. Wenn er das Ritual nicht bald durchläuft, sollten Sie ihn loswerden. Wissen Sie, was mit ihm nicht mit stimmt? Ihm ist alles in Ordnung. Ah, meine Leertaste hängt irgendwie. Shit, die muss ich neu schmieren oder wie auch immer. So. Schauen wir mal, da schnell vorankommen. Eines Tages kommen wir von diesem Felsbrocken runter und zeigen den Turianern, wer der Boss ist. Aus dir. So, und sprint darüber schnell. Die Chiffrierung der Berichte des Erdnut-Clans ist simpel. Beim Commander der Kundschafter ist von einem gefangenen Salarianer die Rede. Gut. Also Gespräch mit dem Kundschafter oder dem Anführer. Beides ist akzeptabel. Außerdem konnte ich keine hiesigen medizinischen Unterlagen einsehen. Ich schlage vor, den Clanführer um Hilfe bei Grunts Problem zu bitten. Genau, machen wir gleich mal ihn, wenn wir schon da sind. Weil wie wir dann zu seiner Mission kommen, keine Ahnung. Und da schaut so aus. So. Die leben da, keine Ahnung. Warst du da, als das Lager der Frauen letzte Woche die Kinder rübergeschickt hat? Nein. Sieht aus, als hätte Erz endlich hier... Guter Varen. Guter Varen. Sitz. Grüße, Mensch. Mein Name ist Raj. Sehen Sie sich doch mal meine Waren an. Jeder, mit dem ich rede, findet es furchtbar, dass Aliens bei den Erdnut sind. Außer Ihnen. Ich kann mir den Luxus nicht leisten, zahlende Kunden zu verprellen. Ich mache genug Außenweltgeschäfte, um zu wissen, dass Aliens wie Sie mehr Credits haben als die Leute hier. Was haben Sie auf Lager? Größtenteils Lebensmittel und Getränke, die für Menschen giftig sind. Rhinkohl ist hier sehr beliebt. Aber spielen Sie nicht den Harten. Es würde Sie innerlich zerreißen. Er macht keine Witze. Von Rhinkohl kriegen Aliens die totale Mattscheibe. Außerdem habe ich noch Waffen, Altmetall und Nahrungsmittel, sofern die Pijacks sie nicht gestohlen haben. Viel ist nicht übrig. Schauen Sie sich ruhig in meinem Kiosk da drüben um, wenn Sie etwas kaufen möchten. Was zum Teufel ist ein Pijak? Außenweltungeziefer. Wie Affen, sagen die Menschen. Sie kommen und klauen Nahrungsmittel, Rhinkohl, was immer sie in die Krallen kriegen. Wir behaken sie mit unseren festen Verteidigungskanonen. Ja, okay. Aber von dem Dreckszeug gibt es endlos viele. Die Mission werden wir nicht machen. Größtenteils Lebensmittel. Er macht keinen Sinn. Ach so. Sie sich ruhig in meinem Kiosk da drüben um, wenn Sie etwas kaufen möchten. Ich muss gehen. Danke, der Kiosk, alles klar. Birdie checkt jetzt auch. Oh, nice. Das könnte sich noch als nützlich erweisen. So, wenn man sein Gesicht nicht sieht, bekommt man einen Verhandlungsbonus, oder wie? Kaufen wir... Und kaufen wir. Nice. So, alles drauf, ne? Das müssen wir dann upgraden erst wahrscheinlich. Macht aber nichts. Das müssen wir dann... auf jeden Fall noch machen. So, die Ecke mal. Eines der Kinder. Noch 5 Jahre bis zum Ritus, schätze ich. Ich glaube, es hatte meine Augen.
Hast du diesen Bericht im Extranet gesehen? Dieser Müll zünzt dir das Hirn voll. Du solltest lieber jagen oder irgendwas reparieren, wenn du nicht jagen kannst. Ich reiß dich in Stücke! Du hast noch nicht mal die Brühe zu versuchen. Okay, wo geht's dir überhaupt Vorsicht, hin? Mensch. Gehen Sie weg, der Abgesandte. Gehen Sie, Alien. Ich spreche mit niemandem. Nicht zurück, Mensch. Ich mag bei meinem Volk ein Botschafter sein, aber das bedeutet nicht, dass ich mit jemandem wie Ihnen sprechen muss. Glauben Sie nicht, dass Sie meine Zeit stehlen können, nur weil Sie diesen Kroganer-Frischling dabei haben. Gehen Sie jetzt, bevor meine Wachen Sie entfernen. Sie scheinen mir ein weitgereister Kroganer zu sein, Botschafter. So ist es. Dann müssen Sie auch wissen, wer ich bin. Und Ihnen muss klar sein, dass jeden Unheil erwartet, der sich gegen mich stellt. Zurück, Männer. Ich bin der Botschafter des Nagmor-Clans bei den Ergnot. Wir sind ein kleiner Clan aus dem Craddock-Ödland. Das ging aber einfach, oder? Hätte man nicht gedacht, dass wir den so leicht überzeugen können. Wenn Nagmor ein kleiner Clan ist, wie halten Sie dann die mächtigeren Clans davon ab, sie zu vernichten? Wir sind der Clan des großen Warlords Nagmor Krall, der sich gegen mehrere Einheiten Turianer gestellt und dabei den Sieg davongetragen hat. Die meisten Clans bringen uns den Respekt entgegen, den sich unser Vorfahre verdient hat. Was hat der Nagmor-Clan mit den Erdnut zu tun? Clanführer Rex hat mich angefordert. Er und der Nagmor-Clan stehen seit längerem in Verhandlungen für ein dauerhafteres Bündnis. Mit unserer Hilfe könnte Ergnot andere unter seinem Banner versammeln und Chuchanka wahrhaft einen. Das gäbe uns die Möglichkeit, größere Schlachten mit besseren Plündermöglichkeiten zu schlagen. Ich dachte, alle Kroganer wollen Krieger werden. Warum wird ein Kroganer Botschafter? Ha! Sie wissen weniger, als Sie glauben, Mensch. Ein kroganischer Diplomat muss die Stärke seiner Leute repräsentieren, sonst gilt sein Clan schon bald als vogelfrei. Ich habe mich an die Spitze meines Clans gemetzelt, Mensch. Ich spreche mit der Autorität eines Kriegers. Ich muss gehen. Alles klar. Sie werden bestimmt anderswo gebraucht. Ja, so ein bisschen die Klingonen von Mass Effect. Ich habe genug von dir. Dann bring in der Mitte des Citadel-Präsidiums steht eine große Kroganer-Statue. So, ich glaube, da oben müssen wir wahrscheinlich... Ja, Rex, geil. Den schauen wir sich nachher an. Das soll die großartige Heimatwelt der Kroganer sein? Das Land von Kredak, Shiaga und Viol? Dieser Felsbrocken ist es ja kaum wert, dass man darauf steht. Hätte nie gedacht, dass ich den Tank mal vermisse. Riskieren Sie ruhig eine ordentliche Summe, Mensch. Schauen wir uns das mal an hier, Freunde. Bis jetzt noch rot. Schaut irgendwie gefährlich aus. Geil gewonnen, oder? Ja, vielleicht ist es auch nur random, oder grillt sich da gerade? Was Kleines? Vorsicht, Mensch! Augen nach vorn! Ja, keine Ahnung, wo wir da überall hingehen können noch. Kroganer mussten Genophage ertragen, Nuklearangriffe, Bürgerkriege und haben überlebt. Ja, und das verdanken wir nicht Ihnen oder sonst jemandem. Beeindruckend, wie sich Lebensformen anpassen, immer wieder, trotz der Umstände. Inspirierend. Was ist das? Hä? Ich wollte nur reden. Ich habe auf Leertaste gedrückt. What? Das nehme ich mit. Das nehmen wir alles mit. Nice. Das nehmen wir auch mit. Aber können wir erst dann oben updaten. Jetzt springt wieder alles da raus. So, was mit dir? Wer sind Sie? Ich bin Fortek, oberster Forscher aller Wissenschaften für den Ergnot-Clan. Und ich habe keine Zeit für Ihre stümperhaften Fragen. Ich werde Ihre wertvolle Zeit nicht lange in Anspruch nehmen. Meine Arbeit ist in der Tat überaus wichtig, Mensch.
Natürlich ist sie das. Ich bin sehr wissbegierig. Ich habe schon viel über die Genialität der kroganischen Wissenschaft gehört. Endlich versteht es mal jemand. Ich schwöre, ich bin hier mitten unter hirnlosen Pijacks. Tummle mich unter Wilden. Dabei bin ich der oberste Forscher. Sie arbeiten sicher an etwas ungemein Bedeutendem. Ich war dabei, die größte und beste Angriffswaffe aller Zeiten zu bauen. Der Planet hätte gebebt. Aber der neue Clanführer vergeudet meine Zeit mit banalen Forschungsaufträgen. Genmanipuliertes Getreide, medizinische Neuerungen. Das Zeug können wir doch von den Salarianern kaufen. Die Salarianer haben die Genophage entwickelt. Das habe ich auch schon gehört. Und dennoch trauen sie ihnen, wenn es um Medizin und Landwirtschaft geht? Na klar. Was sollten uns die Salarianer jetzt noch antun? Unfruchtbarer können wir nicht werden. Das heißt, Moment, vergessen Sie es. Sie sind wohl ein Wissenschaftler. Ich war mal ein Wissenschaftler. Ich habe Waffen entworfen. Heute verschwende ich meine Genialität an Banalitäten, an Dinge, die nicht explodieren. Mein Vorgänger meinte, dass niemand den wahren Wert meiner Arbeit begreifen würde. Schon als ich meine Klinge aus seiner Brust zog, wusste ich, dass er die Wahrheit gesagt hatte. Effektive Zusammenarbeit unter Forschern stelle ich mir aber anders vor. Mir egal, wie Sie sich das vorstellen. Für uns ist es wichtig, das Hergestellte auch zu benutzen, anstatt es nur herzustellen. Die Arbeit ist erst dann erfolgreich, wenn sie den Boden bereits zum Zittern gebracht hat. Alles klar. Viel Spaß bei Ihrer Forschungsarbeit. Ja, ja, gehen Sie weiter. Ja, coole Unterhaltung. Was können wir noch hier machen in diesem Bad? Die Dinger würden lenken. Oh, sehe okay. Ich aus, als hätte ich Zeit für einen Plausch? Ich muss arbeiten. Die Idioten haben dieses Tonka ohne Ansaugstutzen aus einem Gefecht zurückgebracht. Er wurde ihnen angeblich im Feld weggeschossen. Das suchst du in der Felge, oder wie? Sehen wir mal, wie ein Tonka ohne Ansaugstutzen laufen soll. Hä? Irgendeine Idee, wo ich einen Ansaugstutzen herkriege? Ich kann natürlich einen herstellen, wenn Sie mir 3 Tage Zeit und ein Fass Rhönkohl geben. Der, den Sie verloren haben, liegt vermutlich noch irgendwo da draußen rum. Das Ding aufzusammeln und zurückzubringen, ist wohl zu viel verlangt. Ich habe bei den Kroganern noch nie einen Mechaniker gesehen. Glauben Sie, wir entführen Quarianer und lassen Sie die harte Arbeit machen? Nein, das haben wir aufgegeben. Ja, ist zwar nett, aber ich geh Ihnen mal aus dem Weg. Wir haben leider keine Zeit für den Nebenquest. Geld brauchen wir Gott sei Dank eh keins. Wir müssen so schnell wie möglich weiterkommen, Freunde. Geben Sie mir einen Grund. So, noch ein Nebenquest. Was wollen Sie, Mensch? Rex hat gesagt, ich soll höflich sein. Aber er hat nicht gesagt, dass Sie mich ansprechen würden. Sie sind also verantwortlich für Irdnats Kundschafter. Wozu die Zeitverschwendung auf Ungeziefer zu schießen? Munition ist das Einzige, was hier auf Tuchanka nicht knapp ist. Als Commander der Kundschafter muss ich ein Vorbild sein. Außerdem fallen die Drecksviecher über die Lebensmittelvorräte her, wenn sie zu viele werden. Und das geht gar nicht. Ist hier viel los? Genügend. Varen überall und Schlangen in jedem Wasser, das man bedenkenlos trinken könnte. Rex hat Waffenstillstandsabkommen mit einigen Clans geschlossen. Aber ich muss trotzdem patrouillieren. Das macht es leichter, sich daran zu halten. Was macht ein Kundschafter-Commander denn so? Wir finden raus, wo die Feinde sind und dann lassen wir sie denken, dass wir zu viele wären, um sich mit uns anzulegen. Manchmal bedeutet das, dass wir ihre Grenzen überschreiten und den einen oder anderen Generator lahmlegen müssen. Ein andern Mal spielen wir Verstecken. Wir hinterlassen jede Menge Spuren und gaukeln größere Mannstärke vor. Dann überschreitet also jeder Clan auf Tuchanka die Grenzen der anderen Clans? Grenzen? Das hier ist Tuchanka. Hier werden Grenzen durch die Reichweite der Feuerwaffen festgelegt. Wir sind, was wir sind, Mensch. Würden wir nicht auf sie schießen, würden sie uns nicht ernst nehmen. Haben Ihre Lagerhäuser keine automatischen Verteidigungsanlagen? Wozu? Die Hälfte von dem, was wir essen, ist ohnehin Ungeziefer. Und wenn wir Verteidigungssysteme in die Finger bekämen, würden wir damit bestimmt kein Getreide schützen. Wir haben Waffenlager, um die wir uns kümmern müssen. Außerdem sind da ja auch noch unsere Frauen und Kinder. Danke für die Information. Wenn Sie wollen.
Jetzt gehen wir aber zu Rex. Wo war er da oben? Dass wir das hier noch in diesem Bad auch schön abschließen können, das Plauschen mit ihm? Halt! Sie müssen warten, bis der Clanführer Sie zu sich ruft. Er hat gerade eine Besprechung. Sie wissen, was die Tradition verlangt. Der Ergnord-Clan muss reagieren. Ihre Reformen werden auf Widerstand stoßen. Sie riskieren es, zu einem kritischen Zeitpunkt schwach zu erscheinen. Reicht das? Hallo Rex. Entschuldigen Sie mich. Ich dachte... Shepard, mein Freund. Für einen Toten sehen Sie erstaunlich gut aus, Shepard. Ich hätte wissen müssen, dass das Nichts Sie nicht halten kann. Dass Sie mir bei der Vernichtung von Saren und den Geth geholfen haben, hat sich anscheinend für Sie ausgezahlt. Zum Glück mussten wir uns auf Würmer nicht gegenseitig umbringen. Ha! Sie haben den Aufstieg von Erdnard erst möglich gemacht. Würmer war der Wendepunkt für die Kroganer. Auch wenn nicht jeder glücklich darüber war. Die Zerstörung von Sarens Genophage-Heilmittel hat uns von seinem Einfluss befreit. Ich habe das dazu benutzt, die Clans unter Erdnard zu vereinen. Sie haben viele Traditionen verletzt, um ihren Willen durchzusetzen. Das ist gefährlich. Sie reden nur, wenn Sie gefragt werden, Uwenk. Ich führe Ihren Clan zu Ruhm und Ehre, ob ihm das nun passt oder nicht. Also, Shepard, was führt Sie hierher? Wie geht's der Normandy? Zerstört bei einem Überraschungsangriff der Kollektoren. Mich hat's dabei zerlegt. Dafür sehen Sie aber gut aus. Das sind eben die Vorteile eines redundanten Nervensystems. Naja, Menschen haben sowas nicht. Oh, dann war es bestimmt sehr schmerzhaft. Mhm. Aber nun stehen Sie vor mir und haben ein starkes neues Schiff. Das erinnert mich an die alten Zeiten. Wir gegen das Unbekannte und mit großen Knarren haben wir es erlegt. Es waren gute Zeiten. Klingt, als hätten Sie große Veränderungen für die Kroganer vor. Wir schaffen ein neutrales Gebiet, in dem alle Clans willkommen sind. Fruchtbare Frauen können von den Clans geteilt werden. Wir werden die Spezies als Ganzes stärken. Sie bedrohen alles, was uns stark macht. Es wird keinen Bestand haben. Mag sein. Aber bis dahin sollten Sie sich glücklich schätzen, ein Teil davon zu sein. Wie gewährleisten Sie die Sicherheit, wenn so viele Clans an einem Ort versammelt sind? Jeder Clan, der bereit ist, Geiseln herzuschicken, darf kommen. Keine Kämpfe innerhalb des Lagers. Jeder Clan bestraft seine eigenen Verbrecher selbst. Wir schlichten Konflikte, bevor jemand stirbt. Dann folgt eine einfache Entscheidung. Entweder eine Strafe zahlen und die eigenen Probleme lösen, oder aber der Clan ist nicht länger willkommen. Für Kroganer-Verhältnisse klingt das nicht sehr hart. Verbündete von anderen Clans schätzen meine Vorgehensweise. Alle helfen mit, die Skeptiker zu bekehren. Viele suchen nach einem Ventil. Jeder Clan, den ich für nicht willkommen erklärt habe, wurde von meinen Verbündeten vernichtet. Sowas spricht sich rum. Was ist so wichtig daran, einzelne Clans zu bewahren? Jeder Clan hat seine eigenen Sitten. Initiationsriten, Verhaltensregeln, Kriegslieder. Alles einzigartig. Diese Vielfalt macht uns groß. Kein Clan, nicht einmal meiner, ist dafür geschaffen, alleine zu überleben. Ich hoffe, für Ihr Volk wendet sich alles zum Guten. Aber zurück zum Grund meines Hierseins. Wir erlauben nur selten Aliens, Geschäfte auf Tuchanga zu machen, aber Sie sind eine Ausnahme. Ich suche einen Salarianer. Er wurde vom Bloodpack gefangen genommen und hierher gebracht. Mein Kundschafter-Commander kann Ihnen weiterhelfen. Er ist vermutlich in der Nähe und führt eine Zielübung durch. Beanspruchen Sie ihn nicht zu lange. Ich muss die anderen Clans unter ständiger Beobachtung halten. Ist es wieder leise geworden? Ich habe einen Krogan in meiner Crew. Er hat so eine Art Krankheit, die behandelt werden muss. Woher kommen Sie, Junge?
Wurde Ihr Clan ausgelöscht, bevor Sie erfahren konnten, was von Ihnen erwartet wird? Ich habe keinen Clan. Ich wurde von Warlord Okir in einem Tank gezüchtet. Destilliert aus einer Ahnenreihe von Kredak, Moro, Shiaga. Sie sprechen von Warlords und entstammen doch nur einer Injektionsspritze. Ich bin ein reiner Kroganer. Sie sollten Ehrfurcht zeigen. Okir ist ein sehr alter Name. Ein viel gehasster Name. Er ist tot. Natürlich. Sie gehören zu Shepard. Wie sollte er da noch am Leben sein? Hat der Name irgendeine Bedeutung für Sie, Rex? Ein grausamer Warlord, der viele Leben auf dem Gewissen hat. Der offensichtlich Genexperimente gemacht hat. Ein Klon durchläuft den Ritus? Das ziehen Sie ernsthaft in Erwägung? Eine Tankzüchtung soll Erwachsenenstatus erhalten? Das geht zu weit. Gar nichts ist los mit ihm. Er wird lediglich ein vollwertiger Erwachsener. Ah, Pubertätsritual. Verbreitet bei Spezies mit hormongesteuertem Fortpflanzungstrieb. Mir ist egal, wie die Aliens das nennen. Kroganer durchlaufen den Initiationsritus. Das geht zu weit, Rex. Ihr Clan hat zwar das Sagen, aber dieses Ding da ist kein Kroganer. Idiot. Nun, Grant, möchten Sie zu den Erdnöt gehören? Ja, Freunde, da machen wir das nächste Mal weiter. Zwar, wenn es mitten im Gespräch ist, aber dass wir hier nicht über die halbe Stunde kommen. Ja, danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.